So, meine Freunde, also wir sind jetzt oben auf dem Tableau vom Kehlsteinhaus. Das ist noch ein bisschen. Wir haben ja diesen Aufzug, den ganz bekannten Aufzug. Und wir haben richtig Glück, Leute. Den Eingang zu dem Aufzug haben wir gerade komplett für uns. Erbaut 1938. Und wir gehen natürlich auch gleich rein. Und alle Details, die ihr hier seht, zum Beispiel das hier, ist alles noch original. Auch die Lampen hier oben, alles original, natürlich die Leuchtmittel nicht. Und schaut mal hier das riesige Tor an. Es ist alles im Originalzustand und es wird auch noch erhalten. Und schaut mal hier, man kann hier erkennen, wo sich der Aufzug gerade befindet. Er kommt gerade runter und ist jetzt gerade auf 90 Metern. Und wenn man genau hinguckt, sieht man hier noch die Inschriften. Teilweise von den Amerikanern noch, als man hier das Kehlstein übernommen hat. Russen waren auch hier. Und ich schlage vor, wir schauen uns das jetzt einmal an. Und es ist jetzt direkt schon sehr kalt. Wir gehen ja in einen Berg rein und ihr seht, der Fußboden ist nass. Hier kommt also eine gewisse Feuchtigkeit rein. Ich denke aber eher, das ist der Unterschied zwischen draußen warm und innen kalt und dass das Kondenswasser ist. Und ihr seht, Leute, wir haben mal wieder unfassbar Glück. Wir können euch das Bauwerk gerade vollständig alleine präsentieren. Mackie macht draußen noch einige Fotos. Ich werde jetzt auch nicht direkt mit dem Aufzug hochfahren, sondern ich werde noch mal nach draußen gehen, einige Fotos von außen machen. Und auch den Aufzug wollen wir gleich alleine haben. Und überlegt euch einfach mal, wie viele Menschen aus der damaligen Zeit hier damals hochgegangen sind. Es waren natürlich die ausgewählten Menschen. Eva Braun war hier häufiger. Adolf Hitler war laut Welt und einigen anderen Dokumentationen nur einmal hier oben. Aber da gibt es widersprüchliche Aussagen. So, das werden wir gleich machen. Da sehen wir schon den Aufzug. Schaut mal hier. Das ist einfach so krass. So, und der Blick zurück. So, schaut mal, Leute. Wir befinden uns jetzt genau in dem Kuppelsaal und die Akustik ist wirklich atemberaubend. Mackie kommt gerade auch. Hier finden wir noch die Kronleuchter elektrisch. Und alles ist nass. Und hier, da haben wir die Auflösung. Es waren tatsächlich hier Handläufe zur Trennung angebracht. Und wir rufen uns jetzt mal den Aufzug, würde ich sagen. So, mal gucken, ob es geklappt hat. Guten Morgen. Ich hoffe, es hat geklappt. So, ich lasse Mackie jetzt mal die Kommentation. Könnte auch original sein, aber leider Hund und Fußabtritte. Das sind die Hunderjahre, das sind auch diese kleinen Nachempfunden von Kerzen. Und da ist der Hund auch so wie eben auch nachgeholfen. Was das für ein schöner Aufzug ist. Das ist also Wahnsinn. Und so tief im Berg, das ist irre. Ja, das ist der Aufzug zum Kehlsteinhaus. Das ist schon fast goldig, oder? Es ist goldig, ja. Unglaublich. Und wie schnell, ne? Ja, ja. So, jetzt sind wir im Aufzug. Smaragdgrün. Kehlsteinhaus, das ist Smaragdgrün hier. Diese ja, unterer Bereich und der Rest ist. Oh, Druckausgleich auf dem Ohr. Also wir fahren relativ schnell hoch und wir sind auch schon da, würde ich sagen. Oder?
Ja. Wow. Da geht's auch. Schaut euch das. Vielen Dank. Dankeschön. Schaut mal, Leute. Wir sind im Kehlsteinhaus. Und alles, was ihr hier seht, ist original oder aber restauriert. So, wir machen mal Platz. Der Mickey möchte noch eine schöne Aufnahme machen. Und dann filmen wir ihn mal, wie das so behind the scenes aussieht. Ja, ich wollte mich gar nicht. Wir folgen ihm mal. Wir wandeln mal auf seine Spuren. Und schaut euch das mal an. Schaut euch diese Aussicht an. Und jetzt gebe ich euch Drohnenaufnahmen. Blöd, wenn wir das jetzt nicht mitnehmen. Du bist die Junge von den Videos hier. Ja. Ich sehe es jetzt. Gestern hatte ich noch. Also meine Freunde, wir wurden gerade erkannt und dann gab es auch eine kleine Fotosession. Der hat sich gestern noch ein Video von mir angeguckt und dann sieht er mich hier mit Mackie und hat sich natürlich gefreut. Wir haben uns natürlich auch sehr gefreut, dass er uns angesprochen hat. Also wenn es euch irgendwann mal so geht, dass ihr mich irgendwo seht, dann könnt ihr mich auch gerne ansprechen und das gilt natürlich für Mackie auch. Wir freuen uns darüber immer. Und dann können wir auch das ein oder andere Foto machen und schaut euch das mal an. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr Fotos und Videos machen wollt, kommt immer mit dem Bus um 8.30 Uhr, weil dann habt ihr so eine tolle Location fast für euch alleine. Ist einfach unvorstellbar. Und wir gehen jetzt mal hier die Treppen hoch und dann werden wir euch mal das Kehlsteinhaus von oben zeigen. Alles noch schön naturbelassen. Ich zeige euch mal den Weg hier hoch. Und da kommt der Mäcki. Und da ist das Kehlsteinhaus. Unfassbar gut. Ganz, ganz viel auf der Uhr hier haben, was wir uns anschauen müssen. Richtig. Planänderung, mein lieber Mäcki. Jetzt ist es ja noch leer, jetzt machen wir erstmal die Innenaufnahmen, würde ich sagen. Jawohl, jawohl, ja, ja. Ja. Also, das ist auf jeden Fall cool. Also, es kommen tatsächlich viele Leute einfach nur zum Frühstück mir hoch und gucken sich die Geschichte des Kehlsteinhauses anscheinend nicht an. Ich meine, die Aussicht. Die ist es alleine schon wert, die 32,50 Euro für die Busauffahrt, aber auch Abfahrt zu investieren. Hier Sonnenterrasse. Der heutige Ausstellungsraum wurde von NS-Größen früher als Sonnenterrasse genutzt. Zum Beispiel von Adolf Hitler himself. Aufnahme entstand im Juli 1939. Unvorstellbar, Leute. Es ist einfach unbelievable. Hier ist die Küche. Und nochmal der Blick zurück. Wenn es hier also geregnet hat, konnte man wunderschön verharren, selbst bei schlechtem Wetter. Und hier gibt es auch einige Schautafeln. Hier ist die Karte, die es morgen ausgesehen hat. Die SS-Kaserne, Dienstwagenhalle, der Platterhof. Der Gutshof, die Buchenhöhe, die Klaushöhe, der Königssee, ja, der kam hier bei mir immer ein bisschen zu kurz. Also der Königssee ist natürlich auch direkt in die Ecke. Oder wie Alfonso hätte ich jetzt fast gesagt, Alessandro sagt Adolfo. Adolfo. Adolfo.
Schaut euch das mal an hier, die originale Tür, auch Kupfer. So, es war auf jeden Fall weise, dass wir uns entschlossen haben, erstmal die Videoaufnahmen innen zu machen, weil es wird gleich richtig voll, wenn der zweite und dritte Bus kommt. Es kommen ja immer zwei Busse gleichzeitig. Das ist das Scharitz-Kehlzimmer. Das war ein Durchgangszimmer zur Sonnenterrasse. Und schaut mal, wie hoch das ist. Das ist einfach unvorstellbar. Und Leute, das ist ja alles Originalholz hier. Das bedeutet, das hat auf jeden Fall den Atem von den Menschen aufgenommen. Und daher hat das hier wirklich viel Geschichte. Natürlich nicht nur von den NS-Größen, sondern auch von den amerikanischen Besatzern, die hier ein- und ausgegangen sind und das Gebiet genommen haben, um Ski zu fahren, sich zu erholen. Schaut mal, das ist wirklich unvorstellbar schön. Das müsste Sandstein sein. Und wenn man hier sitzt, dann hat man einfach einen wunderschönen Ausblick auf das Tal. Und ich weiß gar nicht, wenn man hier arbeitet, ob man das irgendwann nicht mehr sieht. Und hier vorne haben wir den Kamin. Und der wurde auch sehr häufig abfotografiert. Und es gibt hier tatsächlich noch ganz viele Inschriften, ähnlich wie an der Tür. 1946 zum Beispiel. Aber auch natürlich neuere. 1938 finden wir. Mal gucken. Also Dizmitskas. Also auf jeden Fall Russen waren auch hier. Norweger habe ich hier gesehen. Und ich gebe euch noch mal eine Totale auf den Kamin. Schaut euch das mal an. Und noch mal der Blick über die Essstube. Und auch natürlich hier nochmal den Blick nach vorne. So, und vielleicht an dieser Stelle, wir haben natürlich gefragt, ob wir im Aufzug filmen dürfen. Er hat uns das genehmigt. Auch beim ersten Mal durften wir das tun, auch wenn überall steht Film verboten. Aber indirekt ist es natürlich auch Werbung für das Kehlsteinhaus und für die Region. Und nochmal der Gesamtblick, ohne dass wir die hier arbeitenden Personen aufnehmen. Datenschutz geht immer vor. Das ist schon wirklich bemerkenswert. Und wir haben das gesamte Kehlsteinhaus für uns. Das ist wirklich große Klasse. Das scheint vielleicht neu zu sein. Kantine, Selbstbedienung. Gute Gastronomie, das kann ich euch sagen. Also, wir haben jetzt schon gefrühstückt, aber grundsätzlich kann man hier extrem gut dinieren zum Frühstück. Und man sieht hier gar nicht, wie prunkvoll der Aufzug in Wirklichkeit ist. Der befindet sich gerade auf dem Weg nach oben. Und hier, schaut mal hier, das Handgelände konnte man auf- und zufahren. Auch ein schönes Detail, was man wahrscheinlich, wenn man hier einfach nur reingeht, sonst nie sieht. Und auch hier haben wir wieder unser Handgeländer. Und da ist es der Aufzug. Unglaublich. Und jetzt kommen, ihr seht es, das wird sich jetzt gleich ganz, ganz schnell füllen. Und ich bin noch nie da links unten lang gegangen. Dann müssen wir das doch jetzt mal machen, ne? Unbedingt. Weil dieser Saal gebaut ist. Ja, architektonisch. Ist das muss alles hier hoch, das Holz, das ja. Hast du nicht gesehen. Ne? Aha. 38, ey. Mhm. Also, wir laufen jetzt über Stufen, wo Adolf Hitler, Martin Bormann und alle anderen Größen des Dritten Reiches und die Größen der US-Amerikaner. Ja, und das darf man nicht vergessen. Gelaufen. Also hier sind sehr viele bedeutende Menschen dieser damaligen Epoche lang marschiert. Mehrfach.
Mehrfach, natürlich. Und das ist, glaube ich, der Fußmarsch runter, ne? Könnte das ich weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich, ja. Da. Mickey macht gerade wieder Geschichtsstunde und unseren neuen Freunden aus den Niederlanden, die uns gerade erkannt haben, gibt er gerade eine Nachhilfe in Geschichte. Total geil. Wir nutzen jetzt, glaube ich, mal die Zeit, um hier auf diesen Aussichtsturm zu gehen. Der ist komplett frei gerade. Hinter mir sind schon Leute, deswegen werde ich mal ein bisschen schneller gehen. Und auch das habe ich im letzten Video nicht gezeigt. Wir hatten ja, Alessandro und ich, wir hatten ja, glaube ich, nur eine halbe Stunde irgendwie. Jetzt haben wir uns volle 2 Stunden für das Kehlsteinhaus genommen. Und ja, ich habe euch ja gesagt, Leute, ich glaube, mein Blick ist jetzt gerade nicht so schön wie das Alpenpanorama, aber ich nutze trotzdem die Gelegenheit, bis ich da bin, mal was zu sagen. Es ist ja heute quasi Tag 1 meines Social-Media-Urlaubes auf YouTube. Heißt nicht, dass ich nicht wegfahre, heißt nicht, dass ich keine Filme drehe, aber ich lade halt nichts hoch. Einfach mal, um den Druck so ein bisschen rauszunehmen. Und ja, deswegen sind wir jetzt auch nicht nur auf Tour und sagen, wir wollen jetzt schnell Filme drehen, sondern wir nutzen jetzt einfach mal auch die Zeit, um Kaffee zu trinken, uns zu erholen, um schöne Stunden zu genießen, um einfach auch ein bisschen einfach in Ruhe zu filmen und in Ruhe die Gegend zu genießen. Und ich glaube, wir haben auch gleich einfach nur eine halbe Stunde, um einfach mal hier in die Ferne zu gucken. Ich denke, das bringt noch mal ein bisschen Ruhe rein. Das bringt auch Zeit zum Reflektieren, um zu gucken, wie will man den Kanal zukünftig aufstellen, wie soll er sich weiterentwickeln. Dass es weitergeht, war, glaube ich, jedem klar. Und tatsächlich mit dem Schnitt des letzten Videos in Margival, fast 2 Stunden lang mit meinen ganzen Freunden, das hat so viel Laune wieder gemacht, da fiel mir der Abschied tatsächlich schwer. Aber ich nutze jetzt die Zeit, einfach mal ein bisschen runterzukommen und auch ein bisschen Abstand von diesem Druck des Social Media gedünst halt zu nehmen, weil es ist kein Real Life. Das müsst ihr immer wissen, auch wenn ihr die ganzen tollen, süßen Girls und Boys bei Instagram seht. Leute, das ist nicht die Realität, da sind so viele Filter drüber. Hey Leute, das ist die Realität. genau, also jetzt genug, Jörg. Lasst uns lieber wieder die Aussicht genießen. Freunde, letztes Mal hatten wir nur 30 Minuten, jetzt hatten wir 2 Stunden und es reicht eigentlich immer noch nicht. Wir sind gerade schön angekommen, haben noch einen Kaffee, einen Haferl getrunken, früher hießen, glaube ich, verlängerte, aber wir sind ja nicht in Österreich, also von daher. Ja, und jetzt werden wir uns langsam wieder Richtung Messingaufzug begeben und dann auch nach unten fahren. Also ich hoffe, der erste Teil des Videos hat euch schon mal gefallen, das macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Und ich denke mal, Mäcki und ich, wir werden hier gleich noch ein bisschen versuchen, ein paar Geheimnisse zu lüften. Wir haben nämlich gerade ein paar Informationen bekommen, die sind sehr, sehr spannend. Mal gucken, ob wir darüber sprechen dürfen. Wir melden uns auf jeden Fall gleich nochmal wieder, wenn wir unten sind. Also, bis gleich. Im letzten
Also meine Freunde, das war das Kirchsteinhaus. Wir sind auf jeden Fall gut gehypt. Wir haben gerade auf jeden Fall noch mal jemanden kennengelernt, der hat uns exklusive Einblicke in historische Fotos geben können. Die können wir hier leider nicht zeigen, ob es mir glaubt oder nicht. Glaubt es mir vielleicht, glaubt es nicht, aber wir haben Bilder gesehen, die sind definitiv nicht bekannt, also mir jedenfalls nicht. Und ich habe mich lange mit der Geschichte beschäftigt. Ich habe aber versprochen, die Bilder nicht weiterzugeben und auch nicht darüber zu sprechen, auch über das, was sie uns hier gesagt haben. Eine sehr, sehr spannende Theorie. Mackie wird sie vielleicht noch mal ein bisschen aufnehmen, aber ja, wir können auf jeden Fall nicht drüber sprechen. Versprochen ist versprochen und da sind wir natürlich auch, da haben wir die Integrität dann natürlich nicht drüber zu reden und die Diskretion. Wir sind ja sehr dankbar, dass wir solche exklusiven Einblicke kriegen, weil man uns halt erkennt, ne? Weil die genau wissen, warum wir da oben sind, weil wir an der Geschichte interessiert sind. Halten wir uns dran, versprochen und irgendwann kommt das sowieso mal raus und dann reden wir darüber. Leute, das ist einfach unvorstellbar, was wir gesehen haben. Das, ja, ob das die Geschichte umschreibt, keine Ahnung, aber es wird definitiv ein anderes Licht auf die ganze Geschichte absolut bringen. Das ist krass. So, schaut mal. Und manche werden uns jetzt für Spinner halten wahrscheinlich. Merkt auf jeden Fall, wir sind gehypt. Also so ein Hype kann man definitiv nicht spielen. Nein, nein. Das ist einfach so. Und wir haben so ein Glück. Gerade kam eine riesige Meute an Touristen hoch. Und wir hatten die ganze Hütte da oben für uns alleine. Und da kommt unser Bus. So, und mit diesem Blick auf den Bus und natürlich auch gleich beim Runterfahren werden wir uns jetzt erstmal vom Kehlsteinhaus verabschieden. Und dann bis gleich. So, schaut mal da hinten. Es hat sich also wirklich gelohnt, früh da zu sein. Ich kann euch nur den Tipp geben, frühzeitig zu buchen. Insbesondere in der Feriensaison wird es schwierig, sonst Tickets zu bekommen. Und jetzt ist es auf jeden Fall ziemlich voll. Mackie, was haben wir hier? Hier befinden wir uns in dem Bereich, also da, das ist die SS-Kaserne. Also hier war damals die SS kasernisiert. Und das Interessante ist, unter diesem Platz läuft die ehemalige Schießanlage. Also hier haben die Wachmannschaften ihre Schießausbildung absolviert und natürlich auch ihre Prüfung. Das ist alles unterirdisch. Und das hat ein ganz interessantes Lichtsystem. Also das waren nach oben wie so Oberlichter, so ganz kleine Glasplatten, die den Helm, die den Raum aber komplett hell ausgeleuchtet haben, weil das in einem bestimmten Winkel und das wurde da drin taghell nur durch das Tageslicht. Also sehr, sehr durchdacht. Und dahinter und darunter sind noch weitere Bunkeranlagen, die sind heute alle noch vorhanden. Man kommt nur nicht mehr rein. Zu Anfangs hat, wie gesagt, hier die SS, die Wachmannschaften haben hier ihre Schießprüfung absolviert und später, 1944, also 1945, wurden selbst die Ingenieure und hier die Leute, die hier Bedienstete waren, also Essen ausgegeben haben, zum Volkssturm eingerufen. Und die haben hier unten ihre Übung absolviert und ihre Prüfung gemacht für den Volkssturm. Aber es kam nicht so weit. Glücklicherweise, hier wurden keine Menschenleben vergeudet. Man hat den Berg kampflos übergeben, den Amerikanern. Nach dem Bombenangriff, ne? Nach dem Bombenangriff. Also es wurde erst bombardiert und dann, als die Amerikaner kamen, hat man das alles tatsächlich kampflos übergeben. So, jetzt kommen wir an einen interessanten Ort. Hier war damals die Wache, die überwacht hat, wer die Kehlsteinstraße hochfährt zum Kehlsteinhaus. So, und hier kam eine Regierung, also irgendwer Hochrangiges von der Regierung, wer im Detail, weiß ich jetzt gerade nicht, kam hier mit enormer Geschwindigkeit an und ist hier einfach durchgebrochen. So, und das hatte Martin Bormann mitgekriegt. Und dieser Soldat, dieser Wachsoldat, der hat sich versucht zu erklären, warum das so ist. Also er konnte gar nichts machen. Bormann war darüber so erzürnt und hat einen Tobsuchtsanfall gekriegt. Der Mann war Choleriker, also ein ganz, ganz schlimmer, übler Mensch, ein Tyrann. Hat diesen jungen Wachsoldaten, der sich hat nicht zu Schulden kommen lassen, an die Ostfront versetzt. Der war am nächsten Tag, war der schon in Marsch gesetzt. Er war hier weg und hat am Krieg aktiv teilgenommen. So schnell konntet ihr von einem relativ sicheren Platz an die Front geschickt werden. So Leute, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Okay, Kosten schon, aber Mühen nicht. Schaut mal, wir müssen hier wieder querwild eingehen. Ja, aber diesmal so richtig, ne? Ja. Schön in die Vegetation. Zum Glück ist keine Zeckenzeit, haha, natürlich.
So, man sieht hier schon einen kleinen Trampelpfad, der immer ausgetrampelter wird. Wie gesagt, das haben wir beim letzten Mal nicht gefunden. Alter. Ich glaube, wir haben ihn. By the way, das ist der Bormann-Bunker, den wir in unserer ersten Episode so lange gesucht haben. Geil. Mega gut. Leute, wir haben ihn gefunden. Da hätten wir wirklich lange suchen können. So, meine lieben Freunde, also ich bin tatsächlich sehr, sehr glücklich. Hätte ich gewusst, dass es relativ einfach zu erreichen ist, hätten wir uns damals die insgesamt 4 Stunden mal 4 sparen können. Wir waren ja zu viert damals und haben 4 Stunden jeweils gesucht. Das sind schon irgendwie 16 Stunden, die wir hier auf diesen Bergrücken verbracht haben. Und dann ist er einfach mal ganz woanders. Also total witzig. Wir haben auf jeden Fall jetzt vor, da reinzugehen. Taschenlampe hat der Micky schon vorbereitet. Die kommt jetzt auch. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal da rein, oder? Bormanns Bunker. Warte mal, was ist das? Der Zugang zu Martin Bormanns Bunker. Und da gehen wir jetzt mal rein. Ich glaube, das leuchtet rot, das ist nicht an. Oh. Nee, ist Aufnahme. Rot ist Aufnahme. Rot ist Aufnahme. Ist lautlos, ne? Wir, wir haben wieder was gelernt. Warte mal, was sehen wir hier? Martin Bormanns Privatbunker. Jetzt haben wir schöne Outtakes. Was da schon, ja, genau, was davon übrig ist, das wird jetzt. Und wenn ihr mal den ersten Teil von dem Berghof und Berchtesgaden sehen wollt, dann geht bei mir auf den Kanal und ich verlinke euch das Video natürlich auch in den Kommentaren. Und dann könnt ihr hier auf jeden Fall Teil 1 sehen, was wir uns damals alles angeschaut haben. Damals war ich mit Alessandro unterwegs, aber das ist jetzt auf jeden Fall ein fettes, fettes Highlight, Leute. Ja, dann wenn ich nicht wiederkomme, ne, hier an alle und hin und her und tralala, danke für nichts. Das freut dich, Spinnweb und Mücken. Hat er jetzt schon weggemacht, von daher alles easy. So, jetzt geht's in den Bunker von Martin Bormann, Leute. So, dann mach dein Licht am besten mal runter. Und Martin, Katrin, Moni, Mama, natürlich keine Handschuhe an. Aber es geht hier noch. Herzlich willkommen in Bormanns Privatbunker. Dankeschön. Boah, alles voller Mücken. Ja, boah. Leute. Unrat. Aber wie gesagt, wir sind in Martin Bormanns Bunker. Ja. Martin Bormanns Mückenbunker. Schaut mal hier. Ich lasse dich mal ein bisschen vorgehen, ne? Schaut euch das mal an. So krass. Krass, Leute, wir sind in Martin Bormanns Privatgemächern. Da vorne war wahrscheinlich eine Lampe dran. Und hier ist ganz viel Müll drin. So. Und schaut euch das mal an. Alter, schaut mal hier. Das ist ja der Hammer. Das ist nur ganz klar. Das ist ja der Hammer. Also hier war es auf jeden Fall das Wasser mal höher. Man sieht das. Mindestens. Dankeschön, Dankeschön. Oh, die Wände sind richtig nass. Schaut mal. Danke. Schaut mal hier. Das ist, Alter, das ist im Grunde mega krass. Das ist der Ausgang von, und hier waren überall so Bahnschwellen eingearbeitet. Und da lagen Boden. Ja, und das ist für Abwasser, hier für Grundwasser, ne? Grundwasserabfuhr. Aus dem Berg, dass das rausgeleitet wird. Haken. Mega. Ey, wer bringt hier den Müll rein? Ich frage mich immer, wer hier da Müll... Wahrscheinlich schon eine Party gefeiert. Rückt man schon mal auf. Das kann sein. Ja, man kennt sich aus. Dass hier noch keiner gegraben hat, ne? Haben sie ja. Das ist ja der dicke Felsen, ne? Ah, der ist nachgerutscht. Die Frage ist, wie tief muss man da noch graben?
bis man dann da reinkommt, ne? Das ist eine gute Frage. Also es ist, da könnt ihr euch mal vorstellen, wenn jetzt hier der Eingangsbereich bzw. Notausgang schon so groß ist, wie groß es dann da drin aussehen muss. Gigantomanisch. Ja, und total sauber auch ausgebaut, ne? Ja. Vor allen Dingen keine Graffitis. Keine Graffitis, Leute, das ist korrekt. Der nackte Stahlbeton von 1900. Wann wurde er gebaut? 43? 43. Hammer. Also relativ spät im Krieg. Ja, wir haben jetzt ab 43 mit Bunkern. Drittes Kriegsjahr. Ja. Ja, die alliierten Bomber kamen ja noch nicht so weit. Ja. Deswegen hat man das spät erst gemacht. Genau. Mega gut, danke. Richtig gut. So Leute, das Ding haben wir letztes Mal so lange gesucht und jetzt sind wir drin. Ja, also vielleicht könnte man sagen, boah, ein bisschen ernüchternd, weil es so klein ist, aber eigentlich ist es gar nicht klein. Und die Geschichte dahinter ist auch mega krass. Und ich bin einfach nur mega glücklich, dass wir das Bauwerk jetzt gefunden haben. Und wir machen noch ein bisschen Fotos, ein bisschen TikTok und dann geht das weiter. Bis gleich. Hier nochmal der Blick über das Eingangsbauwerk. Hier die Drainage, merke ich schon am Ausgang. Und da seht ihr mal, wie weit das wirklich ist und wie sauber das hier gearbeitet wurde. Willst du das Licht da mal brauchen? Wo drauf? Schon sind wir da draußen. Oh, der Ärmel ist umgekippt. Nö. Ja, nehmen und gleichzeitig klettern, das ist schwer. Das ist ja. Leider, ja. Hier waren früher. Oder er war der Zugang zu den Bunkeranlagen. Ich war auch tatsächlich mal drin. Aber leider, der neue Besitzer möchte das nicht. Und hatte auch vorne Schilder aufgebaut, dass man da nicht hin darf. Das respektieren wir natürlich. Auch wenn es uns leid tut, dass wir das nicht dokumentieren dürfen, oder? So what, ne? Und hier war ein kleines Wachhäuschen. Aber ich hätte die Schilder dann schon mitgemacht an deren Stelle, oder? Mackie sagt, es könnte eventuell hier eine Müllhalde sein von Bormanns Haus. Der hat nämlich bei dem Bombenangriff einen Volltreffer erlitten. Also es war mit Blech so abgedeckt, ne, das Dach. Das könnte daherkommen, wurde mir gesagt. Man weiß es aber nicht. Hundertprozentig. Das ist vom Dach, ja. Ja, Dachkonstruktion. Der René könnte uns jetzt mehr dazu sagen. Einen grünen Anstrich hat das auch bekommen. Ja, könnte auf jeden Fall vom Dach von Martin Baumann sein. Würde auch passen. Könnte. Haben die Bunker. Geil. Hast du besseres Licht? Ja. Nase. Ein großer. Ah, geht doch. Ist halt nur noch eine Türe vor uns. Gib mal her. Guck mal, hier war die Klingel. Ich hab noch immer hier, das ist nichts. Hier ist ein Zettel. Mal gucken, was da drin steht. Und hier ist Fledermausöffnung und für die Belüftung. Oh, es kommt richtig Wind raus. Das Bauwerk ist auf jeden Fall sehr gut belüftet, Leute. Alter, mega, oder? Ja, was ist das Haus? Heifortung. Keine Ahnung. Hammer. Hier gibt es überall noch Eingänge in den Berg, Leute. Und von außen sieht das aus wie einfach nur ein Wasserlösestollen. Ne? Mhm. Schaut mal hier.
finden wir Keramik. Verschiedenste Keramik hier auf dem Boden. Immer noch in der Nähe von Martin Bormanns Haus. Das könnten eventuell Fundamentreste sein. Und schaut mal, Leute, hier sind überall Bombenkrater. Man hat ja nicht gezielt getroffen, sondern man hat ja Flächenbombardements durchgeführt. Deswegen gibt es hier auf dem gesamten Berg Einschläge. Auf jeden Fall Wasser. Das ist auf jeden Fall Wasser. Ist das Mikro an? Ja. Da unten befindet sich gleich der Zugang zu Adolf Hitlers Atomschutzbunker. Hier unten sehen wir die erste Plattform von der Kompressorstation. Und da gehen wir jetzt mal hin zu dem Mundloch. Nee. So, wir befinden uns jetzt mitten am Fuße des Stollens. Ich werde auch die Kamera nicht großartig nach oben bewegen, weil wir natürlich nicht wollen, dass dieser Ort bekannt wird. Mickey hat da schon ausreichend Videos drüber gedreht. Hier vermutet er den ersten Atomschutzbunker weltweit. Im Bau natürlich, der wurde nicht fertiggestellt. Wenn ihr euch das gesamte Video und die Hintergründe anschauen wollt, dann geht gerne mal bei Auftrag Geschichte auf den Kanal und schaut euch die beiden Videos über den Atomschutzstollen an. Die Tore sollten 400 Tonnen schwer werden. Und hier lässt auf jeden Fall einiges im Boden darauf schließen, dass hier auf jeden Fall Aktivitäten waren. Welche genau, das werden wir uns gleich anschauen. Und wir haben natürlich versprochen, den Ort nicht öffentlich zu machen. Und ich sehe ihn schon. Ich werde die Kamera jetzt noch nicht erhöhen. Erst wenn wir direkt davor sind. Und hier, Leute, da ist er. Das ist der Eingangsbereich zu Adolf Hitlers Atomschutzbunker. Wenn man daran glaubt. Becky hat für sich unwiderrufliche Beweise gefunden. Schaut euch das gerne auf den Kanal an, aber wir werden ihn gleich auf jeden Fall noch mal interviewen. So, wir befinden uns hier am Zugang zu Adolf Hitlers Atomschutzbunker. Rudimentär, er ist aufgefahren worden. Aber es sollte definitiv ein Atomschutzbunker werden. Von dieser Seite und von der anderen Seite hat man angefangen zu graben. Und der führt ganz genau unter Adolf Hitlers Bunker. Und von dort aus sollten sich beide Stollen treffen. Genau an dem Ort, wo heute der Fahrstuhlschacht ist, wo sich keiner erklären kann, wofür der ist. Zum Hintergrund, der Chefingenieur vom Obersalzberg hat nach dem Krieg ausgesagt, also er war einer der einzigen Geheimnisträger, die darüber Bescheid wussten. Sie wussten aber auch nicht, an was sie gebaut haben. Und dieser Bunker sollte mit 400 Tonnen schweren Toren verschlossen werden. Die Drücke sollten so hoch sein, dass sie sämtliche Vorgaben der technischen Reichsanstalten um ein Vielfaches überstiegen. Es konnte sich keiner erklären, warum das so hohe Drücke aushalten musste und welche Waffe solche hohen Drücke damals produzieren hätte können. Zudem musste eine Mindestüberdeckung von 100 Metern sichergestellt werden. Das hatten die Ingenieure zu projektieren. Und wir befinden uns tatsächlich in Tiefen bis zu 160 Meter. Das Ganze sollte doppelspurig vonstatten gehen. Das heißt, hier sollten eine Straße links und rechts quasi rein und wieder rausführen in einer Schleife. Und hier sollten alle Fahrzeuge, also bis zu 100, von der Führerkolonne mit rein. Zudem ist geplant worden, riesengroße Lagerräume für Vorräte für mehrere Monate und Munition. Das lässt schon weit blicken. Und es haben gleich mehrere ausgesagt, also Martin Bormann hat es mal an seine Frau geschrieben. Die anderen Zeitzeugen sagten auch, das sollte eine unterirdische Stadt werden. Und es ist teilweise sogar eine unterirdische Stadt geworden. Schenk hat es auch gesagt, das war der aus der Buchhaltung oder Verwaltung. Der hat auch gesagt, es sollten 400 Tonnen schwere Tore hier eingebaut werden. Und noch diverse andere. Also ich habe dann zumal recherchiert und ich bin tatsächlich fündig geworden. Die Unterlagen wurden 1945 von den US-Amerikanern beschlagnahmt und sie waren sehr erstaunt, dass es noch einen Bunker unter dem Bunker gibt.
Und seitdem sind alle Unterlagen weg. Also wird immer nur gesagt, das sollte ein Fahrzeug gestohlen werden. Das entspricht ja auch der Wahrheit. Er war für Fahrzeuge, dass man hätte rein- und rausfahren können. Aber der eigentliche Zweck, den verschweigt man, weil die Unterlagen bei den US-Amerikanern bis heute unter Verschluss liegen. Aber die Konstrukteure und die Leute, die an der Planung, die darüber Bescheid wussten, die haben nach dem Krieg ausgesagt. Und eine Zeitzeugenaussage ist genauso wertvoll wie ein Dokument, was das eindeutig besagt. Was haben wir hier? Hier befinden wir uns, diese Kaverne hatte man extra aufgefahren. Hier standen die Maschinen, die Kompressoren, dass Martin Bormann oben bloß nicht gestört wird von den Arbeiten. Er wollte, dass dieser ganze Berg untertunnelt, unterhöhlt wird, ausgehöhlt wird. Aber er wollte von den Bauarbeiten natürlich nichts mitkriegen. Also hat man so schnell wie möglich hier eine Kaverne ausgebaut, wo die ganzen Kompressoren drin waren, wegen der Lärmbelästigung. Ja, also der Tyrann Bormann, der kannte nichts und er wollte immer eine Sonderrolle oder hat eine Sonderrolle eingenommen und jeder ist ihm aus dem Weg gegangen. Lief es mal nicht nach seinem Plan, dann hättet oder gab es Widerworte, dann wärt ihr einfach an der Ostfront gelandet und da wollte natürlich niemand hin. Und anscheinend hat man die Bereiche auch als Party-Location. Ja. Die also dieser Stollen ist ein absoluter Geheimtipp. Natürlich wissen die Einheimischen hier, dass er da ist und man hat hier eine Party-Location draus gemacht, wahrscheinlich zur Corona-Zeit, weil man draußen nicht durfte, hat man das unter die Erde verlagert. Keine ganz so dumme Idee. Aber es weiß kaum einer über diesen Zweck Bescheid. Also ich bin der erste YouTuber und Journalist, der dazu ein Video gemacht hat und eindeutige Beweise anhand von Zeitzeugenaussagen tatsächlich mit eingefügt hat. Und es besteht kein Zweifel. Wir befinden uns hier in dem ersten Atomschutzbunker in der Menschheitsgeschichte. Hier hätte Adolf Hitler vor einem Atomschlag hätte rein evakuiert werden sollen, diesen überdauern und danach hätte wieder raus evakuiert werden sollen. Das müsst ihr euch mal überlegen, was das für ein geschichtsträchtiger Ort war. Der erste Atomschutzbunker in der Menschheitsgeschichte. Auch hier haben wir die ehemaligen Bahnschwellen noch angedeutet, ne? Ja. Weil man halt den Abraum auch rausschaffen muss. Ganz oder? Genau, es ist bergmännisch aufgefahren. Man sieht hier oben noch, das ist ein Bohrer, den hat man drin gelassen. Da hat man Kabel drüber gelegt, genau hier wie links. Da sind noch die Keile drin, da lief auch was drüber. Mhm. Es ist ganz normal bergmännisch aufgefahren worden. Und hier hat eine Handvoll Leute dran gearbeitet, Tag und Nacht, weil Bormann ging das nicht schnell genug. Und der hat richtig, richtig Druck gemacht und es wurde im höchsten Maß hier dran gearbeitet. Also es gab weder Sonn- noch Feiertag. Das war rund um die Uhr in zwei Schichten, mussten die Bergleute halt hier schuften, damit das Ziel irgendwie erreicht werden konnte. Und wie gesagt, von der anderen Seite hat man das auch schon aufgefahren, aber da war der Bauabschnitt wesentlich weiter als hier. Und du warst ja schon mal hier. Heute haben wir, glaube ich, Glück mit dem Wetter, oder? Ja. Wetter ist nicht falsch zu verstehen. Hier drin sagt man auch Wetter. Ja, das Draußenwetter, also beim letzten Mal war ich hier, als es geregnet hatte, draußen ultra hohe Luftfeuchtigkeit, super schwül, aber heute auch komplett warm. Wir haben jetzt schon 30 Grad gehabt und wir haben es noch relativ früh, aber hier drin ist schön kühl. Ja. Also ich habe mir direkt eine Jacke angezogen, weil ich eine Frostbeule bin und Jörg, der haut das natürlich hier komplett im durchgeschwitzten T-Shirt. Respekt, alles für euch. Der junge Mann hat aber auch doppelt so viel Speckschicht wie der hier. Der hat sogar Schweriner See gefroren. Gut. Da war es aber auch kalt. Ja? Also, fand nicht. Ich fand's schon. Ja. Und es ist, wenn du mal runterfilmst, also schwierig hier zu laufen. Ihr seht das, hier lagen die Schwellen drin. Also es ist noch alles richtig, richtig gut zu erkennen, was hier damals, also wie das vonstatten ging. Ne? So, und wenn man sich das anguckt, das sollte natürlich noch wesentlich verbreitert werden. Das war nur der Pilotstollen und das hätte nach links und rechts noch ordentlich, dass hier zwei Fahrzeuge nebeneinander reinpassen, links und rechts natürlich noch Platz und natürlich eine Betonschicht. Ne? Der wäre ja nicht im Rotzustand gewesen. Atomschutzbunker, das heißt dicker Beton und diese 400 Tonnen schweren Tore, die hätten übrigens vor Ort hergestellt werden sollen. Also die Stahlgerüste wären angeliefert worden und sie hätten vor Ort mit Stahlbeton hätten sie aufgefüllt werden müssen, wenn sie schon eingebaut sind. Die sollten über Walzen laufen. Und der Max Hartmann hatte keine Ahnung, wie er das projektieren sollte und hat gefragt beim Reichssicherheitsdienst, beim Reichsluftschutzamt,
überall. Und keiner konnte ihm sagen, wie er das zu bauen hat. So, und wenn wir jetzt hier gucken, doppelspurig. Der Ausbau ist schon weiter. Hier lag links und rechts auch schon Eisenbahnschwellen, um Güter rein und natürlich Abraum raus zu transportieren. Und alles unter der feindlichen Luftaufklärung. Das heißt, das war alles hier getarnt, so dass man das von außen hätte nicht sehen können. Und man hat es nicht gesehen. Die US-Amerikaner, wie gesagt, ganz interessant, als die 45 nach Berchtesgaden kamen, in das Büro von Max Hartmann, war der hat sich nur... Das ist der Ingenieur, der Chefingenieur, der hier alles so planen hatte. Der war, ab 38 war der hier und hat sich weiter hochgearbeitet, wurde Chefingenieur. So, er war nie in der NSDAP, hatte sich Sorgen gemacht, dass es Probleme gibt, weil er hier mit den ganzen hochrangigen Leuten des Reiches zu tun hatte. Aber er sagte, es wurde kein Wert drauf gelegt und er hat sich falsche Gedanken gemacht. Hätte er nicht machen müssen. In der Ebene vielleicht nicht, ne? Ja, weil richtig, ganz genau. Weil da unten sieht es schon wieder anders aus, ne? So, und er plante das alles und er hat nach dem Krieg die Unterlagen gehabt. Es gab auch nur ein Original, keine Duplikationen davon. Und die Amis haben das mitgenommen. Der hat sich nur für die Luftschutzstollen interessiert. Alle anderen Pläne hat der Geheimdienstler auf Seite gelegt, der US-amerikanische. Und hat nur die Pläne mitgenommen und sagte, er ist sehr erstaunt, dass es unter dem Bunker noch einen Bunker gab. Ja, also wir sind ja jetzt gerade zusammen hingelaufen. Die genauen Meteranzahlen verraten wir nicht, aber das ist schon... Also wir sind schon echt lange gelaufen, Leute. Also wir sind schon ziemlich tief, mit umschiffenen Worten zu beschreiben. Und dieser Stollen sollte halt einmal komplett durch den Berg führen. Mhm. Unter Hitlers Bunker drunter mit dem Aufzugsschacht. Also man hat das so genau ausgemessen, dass man hätte unter dem Aufzugsschacht... Oh ja, guck mal hier. ...wäre man rausgekommen. Ja. Diese Verwerfungen, wunderschön, ne? Ja. Nimmt man das Verwerfungen? Die Gesteinsschicht, ne? Wie, das, ja, wie der Fels hier gewachsen ist, ja, ne? Verwerfung ist, wenn zwei voneinander treffen, glaube ich, ne? Und schau mal hier, das ist wie gestern verlassen. Ne, das ist der Abraum hier. Film noch mal hier oben drauf, wenn du da soweit bist. Das ist so ein sogenannter, das ist Keil. Den hat man bergmännisch da reingetrieben. Das hat den Hintergrund, wenn der Berg sich bewegt und droht einzustürzen, dann knackt dieses Holz. Das hört der Bergmann und hat genügend Zeit, aus dem Stollen rauszuflüchten. Die sind überall in allen, das ist eine alte Bergmannskunst, das ist heute auch fast vergessen, das macht man nicht mehr. Man überwacht das halt elektronisch. Ne? Das ist schon krass. Guck mal, hier ist sogar noch eine Bahnschwelle drin. Ja. Eine der letzten. Ja. Und hier ist ein bisschen verwinkelt, ne? Links, rechts. Ja. Schon Ende? Ja. Keiner macht das auch Sinn. Hier hat dann der Krieg den Bau gestoppt. Hier ging es nicht weiter. Wir haben jetzt eine Strecke von ungefähr 400 Metern zurückgelegt. Also wir sind jetzt 400 Meter im Berg und wir befinden uns circa hier auf 120 Metern Tiefe unter dem Obersalzberg. Hier sind noch überall die Bohrlöcher. Ne? Es also, fühlt sich so an, als ob wir gerade erst der Arbeiter gegangen ist. Ja. Muss man ehrlich, das fühlt sich schon bemerkenswert an hier. Da hatte man... jetzt noch hätte weitergehen sollen. Und das Kriegsende hat das dann beendet. Ein bisschen weiter noch, ein paar Monate. Und man hätte schon wesentlich weiteren Ausbau gehabt und man hätte diesen Atomschutzbunker heute nicht einfach wegleugnen können, weil dann eindeutig gewesen wäre, was hier hätte entstehen sollen. Aber da die Unterlagen in Gewahrsam genommen wurden und nie wieder auftauchten, ist es natürlich einfach zu sagen, ja, das waren Stollen, aber das war im Prinzip nur eine verbunkerte Garage für die Führerfahrzeugkolonne. Ja, aber guck mal, du kommst ja nie wieder raus rückwärts. Ja. Nein, der Stollen sollte ja weitergehen. Also Sie sagen, er wurde von zwei Seiten aufgefahren, er findet mal Beachtung, aber es wird nie erwähnt, dass Max Hartmann, Schenk und wie die anderen alle heißen, Bormann, erwähnt hat, dass hier 400 Tonnen schwere Bunkertüren hätten eingebaut werden sollen. Würde man den Leuten natürlich sagen, auch im Dokumentationszentrum, da sollten Bunkertüren rein, die 400 Tonnen schwer sind, aus Stahlbeton, die vor Ort hätten zusammengebaut werden sollen, dann würde der ein oder andere eine Frage stellen, warum denn so schwere Türen? Weil auch so eine Tallboy, das war damals die größte von den Briten entwickelte Waffe, die hat man ja öfters eingesetzt, auch auf die Kuppel, ne? Hier wurde die mit über den, auf Schiffe auch eingesetzt, genau, auf die Tirpitz, ganz genau. In Polen haben sie ja neulich auch erst eine gesprengt.
die wären durch so ein Ding, also die Türe zu treffen aus der Luft, ist unmöglich. Mhm. Also von daher, man hätte den Berg nur von oben. Aber bei der Überdeckung hätte man das auch nicht geschafft. So. Okay, das ist ja auch Stein, ne? Ja, natürlich. Ja, 120 Meter an der tiefsten Stelle. Und wir sind ja noch nicht mal richtig drin. Ne? Also das wäre ja noch tiefer gewesen, der Kern der Anlage. Und weitere Tore wahrscheinlich noch. Warum baut man hier so schwere Tore ein? Und warum müssen diese Tore so hohe Drücke aushalten? Und wie kam man zu dieser Erkenntnis? Das ist auch ganz interessant mit der deutschen Atomforschung. Deutschland war das erste Land, was die Kernspaltung also unter Otto Hahn entdeckt hat. Und wenn man jetzt mal überlegt, wie technisch fortschrittlich Deutschland war in den 30er, 40er Jahren, dass dieses Land, was das entdeckt hat, hinter den Alliierten so weit zurückbleibt. Also jeder, der sich mit der deutschen Technologie auskennt, weiß, dass das de facto unmöglich ist. Und es gibt, wie gesagt, Atombombentests in Thüringen, so hat das ZDF berichtet, das habe ich mir nicht ausgedacht, über Geheimdienstberichte von den Briten, von den Amerikanern, von den Franzosen. Das soll da gegeben haben. Schaut bei mir gerne mal rein, da gehe ich ganz genau auf alle Sachen ein, weil ich kann das jetzt im Wortlaut auch nicht wiedergeben. Auftraggeschichte, jawohl. Auf YouTube, ganz genau. So, vielen Dank für diese ausführlichen Worte. Immer gerne. Ich glaube, wir gehen jetzt so langsam auch Richtung Ausgang zurück. Ja. Ich genieße gerade die doch sehr kühle Umgebungsluft. Ja. Draußen haben wir, wie gesagt, 32 Grad. Gleich kriegen wir wieder einen Hammer, wenn wir rausgehen. Absolut. Und wir müssen jetzt den gesamten Berg wieder hochlaufen. Oh ja. Das wird schon ordentlich anstrengend. Das wird was. Ich hoffe, diese kleine Exkursion hat euch gefallen. Das Video hat euch bis jetzt gefallen. Also lasst auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo da. Und schaut unbedingt auch bei Mäcki auf der Geschichte vorbei. Der hat spannende Videos online auch zu dieser Gegend hier. Aber auch Jonastal müsst ihr euch unbedingt mal reinziehen. Extrem spannend. Sämtliche Geheimwaffenprojekte, was man so nachsagt. Vom ersten Tarnkappen, U-Boot, über die Raketentechnologie, Raketenforschung und natürlich auch Kernforschung. Genau, also vieles war für mich, als ich mich mit dieser Thematik beschäftigt habe, dummes Zeug. Ich bin ehrlich zu euch. Man hat mir erzählt, dass es Tunnelbunkersysteme gibt, die sind 10 Kilometer lang, habe ich nicht geglaubt, bis ich dann selber in einem war, Regierungsbunker Arnsberg, 18 Kilometer lang, eine 18 Kilometer lange Röhre unterirdisch und von diesen Anlagen... Übrigens die, wenn ich da noch mal kurz einhaken darf, wie sind die Tore da gewesen? Stahlbeton, ja. In den 60er Jahren gebaut, also ja. Gar nicht so lange nach dem Zweiten Weltkrieg. Exakt. Die Tore, das waren runde Tore, die geschoben werden wollten mit dicken Pressen, das waren Stahlbetontore. Ja. Woher hatte man das Wissen? So kurz nach dem Krieg. Ja. Ne? Also von daher, es gibt auch Anlagen, wo man mit LKWs reinfahren kann. Und von daher ist das alles gar nicht so abwegig. Und wie gesagt, schaut euch gerne mal das Video dazu an. Es ist wirklich unvorstellbar. Mäcki nennt ja auch die Quellen. Kann jeder selber für sich auch nachrecherchieren, ob er das glaubt oder eben nicht. Ich habe die auch peer-reviewed. Also ich habe andere Journalisten beauftragt, ob sie darüber was finden. Und in der Tat, sie konnten das verifizieren. Das ist real. Das ist echt und das sind handfeste Beweise, die nicht mehr von der Hand zu weisen sind. Ja, und das wäre natürlich, das wäre schon krass oder ist krass. Und wir beiden gehen jetzt erstmal raus, akklimatisieren uns. Ganz genau. Und dann melden wir uns gleich wieder. Also von daher, lasst gerne ein Abo und ein Like da, schaut bei Mäcki auf dem Kanal nach, schaut die ganzen Videos und hinterlasst dort bitte auch Abo und ein Like. Und schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr an diese Themen glaubt oder ob das für euch Humbug ist. Das würde uns auch sehr interessieren. Absolut. Alles klar, bis gleich. So, meine Lieben, wir haben jetzt ein bisschen was gegessen. Currywurst für ihn, Salat für mich. Passt auch genau zu unserer Körperfülle. Er muss ein bisschen zunehmen, ich muss ein bisschen abnehmen. Spaß beiseite. Hauptsache, man fühlt sich gut. So, war auf jeden Fall bisher schon richtig, richtig anstrengend. Jetzt gehen wir in das Dokumentationszentrum Obersalzberg rein. Ich muss mal eben checken und dann melde ich mich, nachdem ich mir das Ticket gekauft habe, noch mal wieder. Also bis gleich. So, meine Freunde, also wir sind jetzt, haben uns gerade die Tickets gekauft, günstige 3 Euro. Und oben ist eine Ausstellung. Aber das richtig Spannende ist natürlich der Eingang in die Unterwelt. Und hier seht ihr das originale Eingangsbauwerk. Hoppala, das Ticket. Jo, dein Ticket. Ich wieder. Bitte schön. So, und wir sind jetzt in dem Bauwerk drin. Hitlerbunker. Exakt.
Ganz genau. Und, wie du gesagt hast, absolut trocken. Inschriften und Graffiti. Guck mal, hier ist ein Graffiti. Begegnen uns durch den Bunker immer wieder. Jahrzehntelang haben sich Menschen verewigt. Kitzeleien, Alter und neue Nazis. Also hier scheinen sich auch neueste Nazis irgendwie in die Wände verewigt zu haben. Mal schauen, ich bin gespannt. Hier zum Beispiel. Oder Inge Höll aus Wanne-Eickel. Spannend. Hier 47, das ist auf jeden Fall richtig alt. Wie Stollen halt aussieht. Ne? Und das sieht aber schon sehr, da kommt man auf die Decke da oben. Mhm. Und kracht irgendwann mal ab. Könnte passieren, ja. Und sieht dann mal aus. Und extrem trocken, ne? Ist schon... Ja, sehr, sehr trocken. Mhm. Ja, guck mal, es gibt schön. Also nicht nur einen Haupttrockenstollen, sondern es gibt, ja, gibt auch noch. Die Drainage hoch und da drunter ist halt versorgt. Ne? Mhm. So. Spannend. The Gas Lock. Ja, hier haben wir einen Klinker. Ja. Und dahinter ist die Opanol-Schicht, also aus demselben Gummi wie Alberich-Beschichtung, der Umschütte. Mhm. Und ja, deswegen ist es halt immer noch so trocken. Ich muss mal gucken, dass ich mit der Kamera hier nicht... Was haben wir hier rechts? Lüftung. Oh ja, man merkt es. Da geht es dann runter in die... Ah, das ist Trocknungsgeräte. Ja. Weißt du? Ja. Da kommt trockene Luft raus. So, und hier sieht man es. Hier ist das Opanol. Oh ja. So. Das ist die Opanol-Schicht. Das hält den Bunker so trocken. Wie gesagt, dasselbe Material wie die Alberich-Beschichtung der Tarnkappen. Also ich hätte damals gedacht, weil ich kenne dieses Material aus anderen Bunkern, insbesondere Westwall, dass das Bitumen ist. Es fühlt sich aber komplett anders an. Es ist wirklich wie Gummi. Ne? Also, ja. Siehst du, hier ist die Überlappung. Mhm. Und das ist das, wie gesagt, das hat halt bei den U-Booten die Alberich-Beschichtung, das hat halt so Bohrungen gekriegt, damit das das Ästhetik der Alliierten absorbiert. Mhm. Aber du siehst, wie schön trocken das hier ist. Ja. Total. Und hier unten ist der Versorgungsstollen gewesen, ne? Ich glaube, der ist noch tiefer da drunter. Ich weiß nicht, was das hier war. Was steht denn da? Dieseltanks. Ach, das sind die Dieseltanks. Mhm. Und der war bei den Schuhen. Ah. Hey, ja, ja. Ich habe nicht so das Gefühl. Hier ist wieder die Pfeilform. Ja. Ist ein bisschen Ostwall, ne? Nur sauber gearbeitet hier. Viel sauber gearbeitet. Wahnsinn, das mal so im Helm zu sehen. Das hat damals auch ausgesehen, ne? Ja. Generatorhalle ist das. Und es ist schön warm hier drin. Ja, klar. Feuchtungsgeräte. Guck mal, 1945. Ja. 5.5. Also, ne? Drei Tage vor Kriegsende. 8. Mai 1945 war das. Hier sind zwei Lothringer Kreuze in die Wand geritzt. Elsass-Lothringen. Gästehausbunker. Oh ja, hier ist kühl. Hier ist kühl. Und hier ist ja alles voller Graffitis. Hier haben sich die ganz vielen neuen Nazis an die Wand verewigt. Siehst du das hier? Elena zum Beispiel. Küche und Vorhang. Der Mond scheint original zu sein. Der ist da hinten auch. Guck. Krass. Das ist gut, ne? Ist gut. Also Küche und Vorratsraum. Regelrechte, die schreiben mich rein. Guck mal, 92, James, Hasi, 99. Also 89, das bedeutet vor kurzem. 80, ja. So gar nicht so lange zu hier. Auch nicht einmal die Versorgung reinkriegen.
Oh ja. Da ist die Versorgung drin. Da laufen die Rohre. Krass. Gar nicht so dick der ist. Gar nicht so. Oh. Ja, auch wieder gesprengt, ne? Ist auf jeden Fall ein Loch drin, haben wir es versucht, aber der originale Holzboden noch geht. Im Bunker wollten die Nationalsozialisten weiter herrschen. Im Fall eines Angriffs soll ein Machtvakuum entstehen. Ah ja, als der Bunker zum Kriegsende geplündert wurde, blieb der schwere Schrank zurück. Mhm. Wahrscheinlich auch seitdem nicht weiter bewegt. Das ist eine Gasschuhe, so. Boah, das ist ein Notausgang, ne? Oh, nee, da sind wir gerade reingegangen. Gasschleuse, das ist der unfertige Teil. Mhm. Und du siehst hier, wie es Wasser tropft. Ne? Jo. So, und da ist auch wieder die Schicht von dem Gummi. Mhm. Überleg mal, wie gut das noch aussieht. Das seit 1944, 43, 44, mhm, als man das gebaut hat, ist das hier drin. Ne? Ja. Irre. Und immer noch da. Überleg mal, jetzt so Achsmanschetten vom Auto, wenn die neu gebaut werden. Ja. Nach 10 Jahren sind die hart. Mhm. Da ist dann gar nichts mehr. So, das werden wahrscheinlich Toiletten gewesen sein. Der Aufzugsschacht. Hier. Freunde, das ist der Aufzugsschacht. Der geht 30 Meter nach unten. Und genau hier drunter ist Adolf Hitler sein Atomschutzbunker. Blindschacht. Ne? Alter. Da drunter waren wir eben. Also nicht ganz, so weit kann man gar nicht. Schön da dran absteigen. Ne? Das ist krass. Das bloß nicht fallen. Mhm. Was sagen die denn hier? Dieser Schacht führt in die Tiefe, nicht an die Oberfläche. Er spricht von einem Blindschacht. Er verband den Bunker des Gästehauses mit dem Bunker des 35 Meter Tiefen. Das ist alles Berghofes eingebaut. Gemauert. Provisorische Holztreppe. In rund 20 Metern Tiefe zweigt der Bunker der SS-Kaserne ab. Er wurde noch roh ausgebrochen. Bis in den letzten Kriegstagen wurde dort gearbeitet. Im Schacht gab es deshalb einen Schuttaufzug. An der Decke ist die Umlenkrolle zu sehen. Die Winde befindet sich im Ausbruch direkt gegenüber. Ah ja, das ist schon krass. Mhm. Das ist schon krass. Ja, das ist wirklich gut. Oh, da abseilen, Freunde. Mhm. Jetzt war ernsthaft, wir starten eine Petition, dass die uns hier runterlassen. Und hier hat jemand das ist krass an die Wand gemalt, wie lange er hier war. Aber eigentlich kann das nicht sein, weil es gab ja nur einen Luftangriff, oder? Ja, natürlich. Mhm. Hast du hier schon reingeholt? Ja, aber da kommst du nicht weit. Das Führers Toilettchen. Es stand durch eine Granatenexplosion. Splitterspuren an der Wanddecke zu erkennen. Vermutlich zündeten alliierte Soldaten die Granate, als sie am 5. Mai 1945 in den Bunker vorbrachen. Gekämpft wurde aber nicht. Die SS war längst geflohen. Die waren betrunken, so wie du erzählt hast. Ja, auch du hast es ja in Stuttgart gesehen. Da haben die auch rumgeschossen. Ja. Da komm her. Das ist jetzt eine sogenannte Kaverne. Das waren Aufenthaltsräume. Teils richtig gut ausgestattet. Wie ein Büroraum. Schwarz, weil man hier Akten verbrannt hat. Wir haben etwas davon genommen. Der Ingenieur hat mir gesagt, Adel, kommen Sie mit. Das war der Herr von Hall. Kommen Sie mit in den Bunker. Ich habe ihn gefragt, was machen wir dort? Also das war der noch zu besuchende Teil von Adolf Hitlers Bunker. Hier unten war Bako. Buko heißt Loch. Und hier Erbohn. Last Bunker Tour Forever. 1995 war das letzte Mal, dass man hier rein konnte. Danach wurde das zu einem Museum umgebaut. Schaut euch das mal an. Es
ist einfach riesig. Hier ist es ein bisschen kälter. Wieder typisch die Toiletten. Da findet der Mackie gerade eine Fliegerbombe. Davon wurden Hunderte abgeworfen. Also Luftschutzräume, Luftschutzraum, der Plapperhof direkt. Das ist schon riesig, ne? Ich sehe es hier nicht, kann nicht reingucken, muss ich von weiter. Machen wir mal so. Und so, ja, ist schon groß, ja. Mhm. Ja gut, ist, wie gesagt, hier waren viele Menschen. Mhm. Dementsprechend groß war der dimensioniert. Die sollten halt auch nicht hier unten in die Luft haben. Und mussten sie ja auch, ne? Mhm. Man hat ja 45 dann nochmal den Luftangriff gegeben. Ausbuchtung. Was denn? Nee. Tagebuch von Henry Arnold, 44. Hitler ist unsere Geheimwaffe, also bombardiert seine Burg nicht. Lasst nicht zu, dass er verletzt wird. Wir wollen, dass er weiterhin Fehler macht. So, jetzt überlegt euch mal, er wollte, also offensichtlich wollten die Alliierten nicht beenden, sondern wollten, dass es weitergeht. Also, das sind immer ganz, ganz ehrliche Sachen. Wie man das damals gesehen hat. Oh yeah. Schaut euch das mal an, das ist ja riesig. Das bedeutet, wenn wir hier schon so einen großen Bunker vorfinden, was ist dann wohl noch zu finden? Ja, absolut. Bei den Dingen, die wir nicht besuchen konnten, offiziell Lüftungszentrale. Hier liegen auch noch einige Teile rum. Wehrmachtsfass für Treibstoff. Und hier geht es tatsächlich auch runter. Hier befinden wir uns in der Gasschleuse. Eine Mülltonne. Und überall Kameraüberwachung. Abraumschollen. Und ganz viele Relikte auf dem Boden. Schaut euch das mal an. Eimer. Und alles extrem trocken. Prellbock. Ah, die sollten Bombensplitter und Druckwellen abfangen. Und zwei Skischarten. Wo sind denn die Skischarten? Hast du die? Die sind oben. Wir können da lang gehen. Das ist möglich, dass wir hier lang gehen. So, wir gehen mal gemeinsam hier vorne rum. Das macht bestimmt nicht jeder. Deswegen zeigen wir vielleicht gerade ein paar Sachen, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt. Bleibt auf jeden Fall gespannt. Und wir gucken uns jetzt den Bereich des Prellbockes an. Ja, hier, Leute, war das Maschinengewehr drin, lafettiert. Und dann hatte man hier die Möglichkeit, den Eingang zu verteidigen. Der Mackie geht gerade raus, kriegst leider nicht scharf gestellt. Doch jetzt. Und man konnte hier das Zufahren. Das geht heute aber nicht mehr. Zwei Stück hatte man. Und keine Ahnung, was das ist. Ah, ihr müsst euch mal vorstellen, wie laut das gewesen sein muss. Drüben ist die Treppe nach oben. Mhm. Und jetzt zeige ich euch mal die Gegenseite. Das war halt die Verteidigung. Man hat es genau richtig positioniert. Und dann hier hat man den Bereich verteidigen können. Und das ist so ein bisschen aus dem Festungsbau übernommen. Und es gibt wirklich Bereiche, die würde ich mir gerne anschauen, Leute. Das wäre schon sehr, sehr spannend. Vielleicht mit einer Führung. Ich glaube, mit einer Führung wird man da hinkommen.
passen die da rein? Nee, glaube ich nicht. Mit der Führung vielleicht. So, da war der Prellbock. Notausgang. Jetzt geht's weiter. Hier sehen wir überall die Bergabstützung und Elefantenbeton. Rudimentärer Bereich halt, ne? Oh, guck mal, wie groß. Aber das ist neu, ne? Das bedeutet, wir müssen wahrscheinlich jetzt einmal drehen, weil wir durch sind, oder? Ja, oder wir gehen andere Seite wieder rein. Ja. Dann gehen wir einmal rum. Also, es ist schon eine gute Deckenhöhe. Ja, aber ne? Wie gesagt, das haben die nachträglich. Ja, das hier. Das ist ja ins Gebäude mit integriert. Exakt. Hallo meine lieben Freunde, es gibt zwei Neuigkeiten. Einmal, ich bin ultra müde und fertig. Und die zweite Neuigkeit ist, wir gucken uns das Krankenhaus von Adolf Hitler an. Oh, guck mal hier, sogar noch die alte Lampe. Nee. Doch, die ist da, oder? Oh ja. Das ist neu. Ja, okay. Sieht aber zeitgenössisch aus, oder? Bisschen. Krasses aber ja. Stadtbild, würde ich sagen. Mhm. Sehr schön. Also was haben wir hier? Was finden wir hier vor? Das ist ein altes Krankenhaus. Das war dann ein Sanatorium nach dem Krieg. Also es wurde erbaut in Kriegszeit, zu Kriegszeiten, vor dem Krieg. Mhm. 38, 39, irgendwie sowas. Das war das Krankenhaus der Wehrmacht und das Lazarett für Berchtesgaden, für den Obersalzberg, dass Adolf Hitler halt hier auch Zugang hatte und seine Soldaten zur medizinischen Versorgung, wenn irgendwas passiert. Verstehe. Ja. Und da gehen wir jetzt rein? Ja. Und es soll spuken. Alles klar, ich liebe Spuken. Bis gleich. So, wir sind also hier einmal komplett durch das Dornengebüsch gelaufen, damit wir euch das ehemalige Krankenhaus vom Berchtesgaden einmal vorstellen können. Und interessant da oben, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ist die Abwasserrinne. Die ist so ein Feuerspeier nachgeahmt. Und hier steht ein Fenster auf. Und da huschen wir mal eben rein. Wie die Schleiter. Oh, sogar. Das ist komfortabel. Oh, halt mal. So Leute, macht das nicht zu Hause nach. Wir machen das, damit ihr das nicht zu Hause nachmachen müsst. Wie drehe ich das, weil es zeigt... Gar nicht. Achso, unten rechts ist ein Knopf. Das muss man jetzt auch nicht unbedingt sehen. Das sieht doch so sexy aus. Elegant, elegant. Elegant, elegant. Ein zartes Rehlein, oh, eine Ballerina. Der Typ ist müde. Wir sind jetzt drin. Wie gesagt, nicht alles original, aber die Grundsubstanz ist original, korrekt? Ja, Bilder sind hier viel, viel originaler. Ja. Oh, hier sehen wir, wie man jemanden massiert. Die haben sie gezüchtet. Was denn, Pilze? Nee. Bunker. Alles, guck mir das an hier. Ja, oh. Du bist müde. Ist das der richtige Raum für dich? Oh ja. Ein Kneippbad, Leute. Das ist hier. Dafür ist der Fußboden noch relativ sauber, oder? Ja, es ist also schon viel Vandalismus, aber teilweise halt immer dahinter gar nicht spiegeln. Ne? Er hält sich dann doch in Grenzen. Ja. Also bei uns in den Gefilden wäre alles komplett demoliert, so wie es jetzt hier aussieht. Also wie gesagt, das ist ein originales Krankenhaus, welches für den Führer hier auf dem Obersalzberg auch war. Natürlich nicht nur. Er hat es in Auftrag gegeben. Ach doch? Ja, ja. Er hat es selber in Auftrag gegeben, hat gesagt, hier muss medizinische Infrastruktur für sich seine Soldaten und natürlich aber auch alle anderen. Ne? Verstehe, okay. Ja, dann ist das doch das, das Krankenhaus des Führers, oder? Ja, absolut. Definitiv. Das war halt auch gehabt, ne? Okay. Da erwischt sowas. Ja. Upala. Upala. War er hier jemals hier? Weiß man das? Nee, soweit ich weiß, nein. Okay. Er hatte ja seinen Leibarzt, ne? Dr. Morell. Morell. Eine fragwürdige körperliche Hygiene. Ja, das ist dann auch später der... Arzt von Michael Jackson gewesen, ne? Weil er, Michael Jackson hat ja auch alles verschrieben bekommen von seinem Arzt. Hier haben wir noch viele Originale. Natürlich, ja. Also, war das ein Spaß.
Ne? Mhm. Dann haben wir noch hier die Rezeption. Da drüben mit dem Haus weiß ich, ist da nicht überall. Mhm. Oh ja. Schön. Doch, da war ich auch. Und hier draußen, wenn du hier mal rausguckst, mhm. eindeutig aus dieser Zeit. Ja, das also ist diese Torbögen da. Ne? Ja, das ist alles NS-Zeit. Hier sind sogar noch Originaldokumente. Die zeigen wir natürlich nicht. Sogar Gehaltsabrechnungen sind da. Das ist natürlich neu. Ist der Boden hochgekommen. Mhm, das hier ist natürlich neu. Aber das könnte der Originalboden noch sein. Hier ist ein Tresor. Ein Treasure. Ja. Klasse, ja. Ist das ein Paternoster? Nein. Nee. Aufzug. Wollen wir erstmal nach hinten? Was heißt nach hinten? Die andere Richtung, dann haben wir das Deck und dann können wir da hochgehen. Können wir machen. Hier hat man Türen auf dem Boden gelegt. Ganz viele. Warum auch immer. Das ist auch sehr schön. Das könnte vielleicht sogar noch auf die Lehre, die haben es irgendwann. Nee, das ist richtig. Auf jeden Fall hat man das sehr liebevoll danach noch weiter benutzt. Ne? Freistaat Bayern oder was mehr? Bayern in der Mitte und dann, wie gesagt, wahrscheinlich die Stadt hier. Wie das heißt, wer weiß, was hier drin war. Kamin oder so? Kurklinik, aber zeigt das nicht unbedingt. Ja. Kleiner Arztraum. Nochmal ein. Das ist natürlich nicht ganz ungefährlich. Die Dorfjugend hat hier natürlich ordentlich was runtergeworfen. Und auch alles auseinandergenommen, was man so auseinandernehmen kann. Röntgenbilder. Ja, einfach mal alles mutwillig zerstört. Hier waren sogar noch Reichsunterlagen von der Reichsdienst. Ja? Ja, von ganz früher. Das Ganze ist lag hier irgendwo wieder hoch. Reichsverordnung, irgendwas stand hier. Reichsverordnung, RVO. Mhm. Das ist noch von ganz früher, also von 90, aber das ist irgendwo stand da irgendwas noch. Mhm. Gesetze. Also ich habe es damals verblättert. Alles drin noch. Ne? Alles. So, wir gehen jetzt in den Keller des Hauses. Ein ganz gruseliges Ding. Angeblich soll es ja hier spuken. Oh ja, das sieht doch ganz schön spooky aus, Leute. Was ist das? Weißt du, was das ist? Guck mal. Warte. Ach, so eine Lungenmaschine, dass du deine Lungenfunktion testen kannst. Irgendwas zum Inhalieren kann man. Nee, nee, nee. Auf jeden Fall setzt man sich da rein mit so einer. Also, ich habe das schon ein paar Mal gemacht, das machst du beim Lungenarzt, um zu gucken, wie gut deine Lunge funktioniert. Ja, aber doch nicht in so einer Kammer, wo doch eine dicke Türe vor ist. Das habe ich noch nie, das haben wir immer so gemacht. Also, Lungenfunktion, ja, das habe ich oft. Ich kenne beides. Und hier steht die Türe dran. Das ist so eine Unterdruck- oder Überdruckkammer. Das hat irgendeine andere Ursache. Kann auch sein. Weil hier sind auf jeden Fall mehr Anschlüsse dran als. Ja. Ja. Geh direkt mal hier rein und dann sollte es anhand der Wandschleife schon wissen. Ein Bunker, Leute. It's a Bunker. Concrete Bunker. Und es ist arschwarm hier drin. Es ist richtig warm. Ah, deswegen ist es warm. Hier gibt es Fenestre. Ach, das war schon? Nee, geht noch weiter. Das ist ein Teil. Ja, dann führe uns. Ja, die dicken Gasdicht. Ne? Aha. So, Notausgang. Ja, ganz gut. Gasdicht, dickes Dings vor. Ja, man hat das geschafft. Theater. Eigentlich eine besondere. Da stand auch irgendwas an Maschine. Ja. Ja, wir gehen mal ruhig durch den Haupteingang. Okay. Da kommen wir da wieder. Schöne elektrische Geräte. Also es bleibt spannend. Irgendwelche Betonbrocken, die aus der Wand rausgeschnitten wurden. Nee, ich glaube, wir müssen da sogar. Ja? Ja, ich war nur einmal da. Also ach, das ist Kellerlicht. Tür.
natürlich. Also, das ist der Eingang in das Theater. Wow. Das Krankenhaustheater. Mhm. Ich brauche mal ein bisschen mehr Licht. Schaut euch das mal an. Das war damals das Theater. Da ist die Bühne. Diesen Raum hat man dann ausgekugelt, wenn du mal hier guckst. Du wirst es wahrscheinlich direkt sehen als Profi. Guck raus. Notausgang. Das ist ein Bunker. Ja. Das hat man umgebaut zum Bunker. Das sind Splitterschutzdinger, wie in Wolfsburg. Marschival. Genau, Marschival. Das hat man komplett zum Bunker ausgebaut. Da seht ihr die. Da hier eine Menge Menschen. Und immer ein Notausgang. So, ja. So. Darüber kommt man heute auch noch ins Gebäude. Das war ein großer Bunker. 88, da war ich 8 Jahre alt, Leute. Ich 3. Glaubt ihr nicht, der ist älter als ich. So, der Blick zurück. Stützpfeiler, Beleuchtung. Backstage. Ja. Folgen wir in den Backstage-Bereich. Natürlich, natürlich. Überall ist der Boden hochgekommen, Leute. Müssen wir eigentlich hier den Fußboden ins Ausland verkaufen. Hier sind die Lüftungsanlagen. Ja, die könnten... Ja, wäre spannend, das Typenschild zu lesen, ne? Ja. Wollte wohl schon mal einer machen, deswegen ist das wahrscheinlich kaputt. Ja, kann sein. Ja. Und hier wieder die dicken Dings und hier sind wir dann wieder raus mit dem Eingangsbereich. Ja. Ich habe schon richtig Geld geboten bekommen, dass ich jemanden aus dem Ausland hier ein Stück von Hitlers Straße schicke. Ja, es gibt schon Leute. Kennst du? Ah, Luftschutztür. LS-Türe, ja. Ja. Daran erkennt man es nochmal eindeutig. Mhm. Das ist der Raum, wo die Maschine drin stand, wo du eben warst. Ah. Geh mal rein, guck mal, sogar das Sichtfenster ist noch drin. Mhm, das ist auch eher selten. Ja. Nettes Detail. Original Fußboden. Aber das Ding müssen wir uns auf jeden Fall mal genauer angucken hier. Das ist ja ein Gerät, Leute. 19 Zoll Rack. Das ist alles heute in so einem PC drin. Früher war das alles im 19 Zoll Gehäuse. Ich werde nicht mehr lesen, das Typen Schild. Ist auch alles vermockt, aber so ist die noch in einem guten Zustand. Die ist top. Ist ja schön trocken. Top-Zustand. Hier haben wir eine normale Holztür. Er ist halt danach so gewesen. Und irgendein Test. Ja. Hier haben wir Materialraum. Für die Handschwellen haben wir wahrscheinlich irgendwann mal neu gekriegt und ausgemacht, was hier gebunkert hat. 1933. Oh ja, die saßen auf jeden Fall gemütlich hier, die. Ja. Oh, hier ist Serverraum. Und überall dicke Schotten. Alles verbunkert. Mhm. Spannend. Nixdorf-Computer. Das waren mal Zeiten, Leute. Als Nixdorf noch eine Marke war. Haben wir hier noch ein Datum drauf? 95. Nicht so spannend. Küche, ne? Könnte, ja genau, das ist Essen. Ja. Ende und hier auch wieder ein dickes Ding. Und wieder Material. So, kann man auf jeden Fall mal machen und gehört auf jeden Fall zur Geschichte des Obersalzberges. Kannte ich bis dato noch nicht. Dankeschön, lieber Mackie. Immer gerne. Da haben wir euch wieder was zeigen können, was Bunkerwald. Zeige ich euch gleich. Was tatsächlich noch nicht so viele gezeigt haben. Und das hier, hat der Mäcki gesagt, Bunkerwand, hat er recht? Das war mal, also wo wir beim ersten Mal hier waren, da haben wir auch nur gelesen, dass das sehr heiß ist und dass ihr gut drauf aufgepasst wird. Also auch die Polizei übt hier. Und wir waren deswegen extra in der Nacht da und haben uns erstmal hier umgeguckt. Und ja, ihr seht, es steht halt jetzt offen. Aber das wusste ich zum damaligen Zeitpunkt noch nicht, weil ich habe da PIN relativ spät erst gekriegt. Ja. Jetzt gehen wir noch einmal durch und gucken uns alles an. Ich hatte die Hoffnung, dass es spukt. Vielleicht kommt ja noch was. Weißt
Wachsmann noch nicht. Ja, weil ich glaube, das war nämlich der Keller. Bäume. Uninteressant, aber auch weg. Ne? Mhm. Ja, ist alles. Toiletten, Bunker, ne? Waschräume. Und das mal herziehen. So, wer ab jetzt? Oder Sportraum wahrscheinlich. Ne? Oh ja. Hier riecht es auch noch Sportstunde. Ja, ja, genau. Auch überall. Also ihr seht, der gesamte Kellerbereich von diesem Krankenhaus ist verbunkert, ist ein Bunker. Und damit konnten sich natürlich die Leute, die damals hier gearbeitet, aber auch behandelt wurden, in Sicherheit bringen. Und wie ihr an meiner Stimme wahrnehmt, ich bin ganz schön müde. Jetzt noch weiter. So, ist das der Bereich, der Spuk spuckt? Der, so wie es hier aussieht. Der spuckt. Guck mal, alles Holz verdiebelt. Aha. Aber runtergerissen. Und ja. Hier hinter uns ist eben dieses Portal mit diesem, was da so markant ist. Ja, also das sieht auf jeden Fall noch original aus, Leute. Ja, würde ich jetzt aber auch sagen, dass diese Vertiefung halt, wie gesagt, tatsächlich noch. Jetzt sind wir hier in diesem. Ja. Und hier liegt auch noch mal der große Tresor. So, das sieht also so ein bisschen aus wie bei Goebbels zu Hause. Richtig. Und der große Tresor. Ja. Wunderschön, oder? Das sieht aus wie so Zellen, guck mal. 53. Wenn jemand randaliert oder sowas. Mhm. Da unten sind Luftschlitze drin. Schau mal. Wie im Kerker. Mhm. Ja, also auch mit den Fenstern, also Zelle. Ja, könnte gut sein. Die sind nämlich alle gleich aufgebaut. Mhm. Da kann man davon ausgehen, das war hier was Wilderes. So. Das ist hier wahrscheinlich die Schuhe des Wachhabenden. Ja, ja. Die altehrwürdige Treppe hoch. Krankenhausbett. Mhm. Auch einfach runtergeworfen. Ja. Ein Schrägaufzug. Mhm. Boah, war richtig hoch. Und glatte Bänder. Mhm. Also das nachgeht eindeutig, ne, wie du siehst. Mhm, und noch richtig gute Schuss. Sogar Anti-Feuer hier. Nicht schlecht. Weißt du, wofür der war? Ich denke Versorgung. Ne? Mal hier Hauptgebäude und Station. Ja. Der ging vielleicht nochmal zu einer Station. Also beim Bett passt er auf jeden Fall nicht rein. Nee. Schau mal hier. Versorgung. Ja, oder Ärzte oder so. Die ist so. Ja, die ist wunderschön. Die ist wonderful, wonderful. Mal wie pompös man das damals hat. Ein alter Hund. Und ein roter Teppich. Schön. Weißt du, woran mich das erinnert? Nee. Kamnitz. Kramnitz. Stimmt, ja. Ja. So, wunderschönen Fußboden. Wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich Nachkriegszeit. Boah, ist ja riesig. Hammer, ne? Mhm. Jetzt sind wir übrigens im Trainingsbereich der Polizei. Hier, guck. Hier, wieder so eine FX-Patrone. 9 mm. Ja. Mhm, klar. Aus der Dienstpistole. Und da. Und hier, das sind Platzpatronen. Die platzen dann halt vorne nur auf, die machen nur Peng. Mhm. Dann kommt Feuer raus? Ne, ein Projektil. Ach, wirklich? Ein kleiner Farbsatz ist das, ja. Ach. Tut auch richtig weh, wenn er den abkriegt. So, und hier kann er auch mal rausgehen auf den Balkon oder was. Da mussten wir gerade durch, Leute. Wunderschön, oder? Das war wirklich toll hier. Ja, absolut schön, warum man das aufgegeben hat. Zu teuer. Fraglich, ja, muss ja.
Wir suchen ja gerade die Operationssäule, Räume. Bisschen so wie die Morgue, seziertischmäßig. Das ist auf jeden Fall, wie sagt man dazu, eine Küche. Sozialraum würde ich jetzt auch sagen. Mhm. Die Küche, gute Küchenzeile. Aha, guck mal, wie weit das da reingeht. Krass. Was geht in das andere Gebäude? Boah, ist das riesig. Ja, für so viele Leute muss ja auch gekocht werden. Küche. Aha. Ja, das ist hier die Küche. Wir haben sie abgehangen. Wir haben die Leichen gehangen. Ja. Aber die tierischen Leichen. Die tierischen Leichen, ich glaube, hatten die hier nicht. Die haben wir nur hergestellt. Und das waren ja hier diese beheizten Teller-Dinger. Hier wurde damals gegessen. Schöner, ja, also in Summe ist die Anlage sehr schön. Man hat hier wirklich sehr gut heilen können. Ja, das ist richtig. Trotzdem schön. Das auch als Größe erachtet. Da sind wir ins Schwimmbad, Leute. Das ist Swimmingpool. Die Swimming. Wir konnten dann die Leute auf Tour baden. Und schöne Spiegel an der Decke. Guck mal. Ja. Leichte Disco-Effekte hier. Hier nebenan Knallbecken. Knallbecken. Kneipp. Ach so. Oh, der hat eine an die Wand gemacht. Oh ja, hier waren die Pumpen. Mhm. Das müsste das unterirdische Gebäude sein, ne? Ja, ja. Mit den riesigen Maschinen. Das ist auch nochmal schön original. Zeitgenössisch. Die Garagen. Und das hier ist die Arztvilla. Auch hier hat man vor Vandalismus leider keinen Halt genommen, Leute. Mittlerweile gibt es hier richtig schöne Trampelpfade, die wir nehmen können. Schön. Mhm. Mal gucken, wo wir hinkommen.